Viel Spaß. Leute, wir starten. Hoci, ciao. Bis dann, ciao. Hoci, ciao. Unser heutiges Workout Benchmark Workout Hope for Kenya, in dem Fall Hope for Austria. Gleiches Format wie Fight Gone Bad. Eine Minute Max Effort startend mit Burpees, Snatches, Boxjumps, Thrusters, Chest to Bar, wer der Hammerstangen hat, oder Sumo Deadlift High Pull Ersatz für die Chest to Bars. Volle drei Runden, Running Score von jeder Runde die Total Reps. Ja, genau, wie Fight Combat. Nach Chest to Bar haben wir eine Minute Pause. Niki, hast du eine Frage dazu? Was für ein Kurs ist das jetzt? Nein, ich bin da. Was für ein Kurs das jetzt ist? Der für die langsam. Okay, fangen wir mal an. Willkommen zum Bootcamp. Samstag, 9.15 Uhr. Jetzt war's. Jetzt bin ich safe. Ja, alles klar. Danke, Niki. Mein ja. Fehler. Okay. Ja, ich würde sagen, machen wir uns mal warm. Ja. Gute Los Idee. Geht's. Gute Idee. Jetzt verstanden mit 3 Minuten, erste Runde 10 Air Squats. Open those hips. Der Runde mit Superlativen. Directly into 10 push-ups. Legs 7. Okay, ja, jetzt gibt es was in den Sessel. Box. Whatever on my team, I'll turn you in the box step ups. Beautiful. Zweite Runde. Jetzt etwas Speed zu dem Movement. Wir machen mal volle 10 Jump Squats. Hit depth. Jump up. Into down and ups. Leg position, up, sit up. Vorsicht. Was ist hier? Was? Bitte aufpassen beim Aufsteigen, bitte. Ja. Please look forward and watch your step. Alrighty. Betriebstemperatur reicht. Stretch it out. Wir gehen nochmal in voller 5 Tipptoss startend. Schulterbreite ist eine Spur enger. Ziel ist es am Ende mit geschlossenen Beinen zu stehen. Thank you.
Das ist eine klassische Pizza-Stange. Ja. Das ist nämlich vorgeschriebenes Programm. Oh, lecker. Oh. Das ist die Fleisch. Und dann gehen wir in the world's greatest stretch, weitest Außenschritt. Then drop your hips, push your knee out. Dann gehen wir Ellbogen touch, mal volle 10 Reps auf der linken Seite. Ellbogen berühren, auftritt. Yep, switch it up. Drop it. Okay, jetzt haben wir Flex für Unruhe. Jetzt nehmen wir erstmal Gewicht in die Hand. Dies haben wir im Workout. Ihr könnt die Bänke, die ihr daheim habt, die One-Arm-Action mit der Dumbbell oder gerne wer Hand da hat, original mit der Langhantel. Und hier starten. Jawohl, Kettlebell geht genauso. Gehen nochmal. Öppler, Front-Track-Position. Und gehen wir auf 5 Goblet Front Squats. Alright, dann gehen wir über in One Arm. Rechte Seite, von dort Push Press, Shoulder to Overhead. Alright, switch sides, linke Seite, 5, shoulder overhead, and start. Alright, jetzt palmen wir die zwei Movements einander into thruster. Gleich nochmal 5 Thruster rechts, 5 Thruster links. Wir rotieren dazu. Kopf der Hand berührt die Schulter. Volle Tiefe locker am Top. Alrighty, dann gehen wir gleich über zu der Snatch Action. Nochmal Dumbbell oder Kettlebell, whatever ihr in der Hand habt. Wir starten nochmal Easy Progressions vom Boden weg, Deadlifts. Relax, 3 links. Engage those Hamstrings. Thank you.
Beautiful. Jetzt haben wir Speed. High Puts. Wieder schiebst du den Arsch durch die Fersen durch. Hoher Ellbogen für drei. Aber wer die Opening gemacht hat, kurze Erinnerung an 21-2. Heute jetzt, volle Range of Motion, ziehen wir durch. One-Arm Snatches, drei rechts, drei links. Investiert in die Startposition. Leute, jetzt nicht genau zuhören, bitte. Jetzt installieren wir nur mal das Start-Movement, die Burpees. Burpee-Standard. Hüfte und Brustbein berührt. Ihr könnt runter in den Style. Von da in den Style hoch. Extension, Bein weg vom Boden. Wir haben beide Hände hinterm Kopf. Arme Kontakt haben. Fragen, Niki, zum Burpee. Schauen wir mal im Video es an nochmal. Sagst du nochmal, okay? Schauen wir mal genau zu. Okay, 5 Burpees, here we go! Sauber. Das war eins. Wie gesagt, wer eine Pull-Up-Stange daheim hat, gerne Chest-to-Bar. Wer nicht, wir machen Sumo Deadlift High Pull, Pulling Action dazu. Im Grunde haben wir das jetzt schon aufgewärmt mit den One-Arm Snatches, die gerne beidarmig oder einarmig, any style as you like. Wichtig dabei ist die Hände at or über Collarbone. Cinco, cinco. Alrighty. Jetzt über noch kurz die Rest-Portion. Rest sucht sich in den Sessel. Niki, du hast dann. Alrighty, guys. Das wird lustig und anstrengend. Genauso wie wir es immer gern haben am Samstagvormittag. Und wiederholen nochmal das Workout-Schema. Wir starten. Minute 1. Max Reps Burpees. Burpees, Max Reps wieder unter Vorbehalt. Ein Tempo wählen, das ihr halten könnt. Es geht dann sofort über in die Snatches. Ihr seht im Hintergrund die Uhr, die piepst jedes Mal. Snatches, gleiches Programm. Alternating für die Kurzhanteln. Danach direkter Wechsel in die Boxjumps. Gerne, wer keine Box zum Springen hat, gerne steigen. Danach direkter Wechsel in die Thrusters und zum Schluss direkter Wechsel in Chest-to-Bar oder Sumo-Deadlift. High-Pull, danach eine Minute Rest. Wir haben einen Running-Score für die ganze Runde. Das heißt, ihr notiert euch alle Reps von der Runde. Das Ganze wiederholen wir nicht nur zweimal, sondern ein drittes Mal zum Schluss. Alle guten Dinge sind drei. Niki, weißt du mittlerweile, was für Kurse das ist? Ja, ich bin im Bilde. Okay. Ja, dann würde ich sagen, vorwärts in Zeit, Pipi-Pause. Wir killen nachher das Mikrofon, sprich, wenn ihr Musik mitlaufen wollt, bitte das Gleiche machen. Du, Andi, wir dürfen nachher so quasi eine Runde mit einem Arm machen, mit der Kettlebell, Power Snatch so quasi, oder? Nein, die Power Snatch sind alternierend. Ach ja, da sogar. Ich habe das Alte, ich habe das bis auf die gezogen, alt, ja. Deswegen. Ja, stimmt schon. Aber es ist gut für dich auch. Nein, erst im September, du bist älter. Okay, ich mache jetzt Pause und sage nichts mehr.
Okay, Niki, ready? Passt, wir schalten uns auf stumm in diesem Moment. Timer im Hintergrund gut sichtbar, hörbar ist er noch nicht mehr. Du bist stumm, Andi, oder? Du bist schon eingeschaltet, das ist hier. Nein. Nein. Was denn? Nein, ich bin nicht eingeschaltet. Hast du nein, aber ich höre den Ton trotzdem. Nein, hey, nicht. Nein. Weil du das Pieps gesagt hast. Ja, genau. Bei mir piepst, bei dir nicht. Ja, ich bin halt auch stumm, aber du nicht, weil wenn du stumm schaltest, dann hör die Piepsen nicht. Das stimmt. Das ist völlig richtig. Also? Das ist geil. Du piepst musst, nicht. Du musst auf mich schauen. Du bist wie immer von mir abhängig. Machen wir das jetzt so, oder was? Wo machen wir das? Ja, dann sagt der andere, ein bisschen leiser sein da hinten. Das ist ein Wahnsinn so. Das ist viel zu laut. Sie bemühen sich, haben sie gesagt. Ja, danke, Lev. Jetzt schauen wir mal, ob du mich siehst, was? Aber du hast das im Ohr. Ja, das ist Musik, weil eigentlich die hören wollte eigentlich. Oh, das ist blöd. Sonst muss ich mir die Zeit schon einstellen, ist ja wurscht. Ja, geht das? Was sind es, 5 Übungen, oder? Ja, genau. 1 Minute. FGB. Musst nur bei deinem Handy, schau mal, die Tasten drücken, Niki, schau mal, FGB vom Bett ist vorinstalliert. Ich bin ein Arschloch, Alter. Entschuldigung, das wollte ich nicht sagen. Ah, ich bin schon auf stumm, hört man nichts. Schau mal, FGB bei deinem Handy, sag mal her, FGB. Ja, genau, da drückst drauf und geht dahin. Ja, oder ich schaue dir einfach zu. Ja, schau mal zu, okay. Niki, ready? Pump up the volume, Freunde. Wir gehen auf stumm.
Ich bin warm. Machen wir gleich weiter. Ich hab's geschafft. Ja. Wo ist der Pulli? Ja, war fein. Wir haben da Auto, ich stehe direkt eigentlich draußen. Also, ich tue mal schon Aufzeichnung, Ende. Ja. Leute, Spaß damit. Viel Spaß. Wer Lust hat, ich habe so ein Open Gym zu den Zeiten wie auf Wodify bekannt geben. Ein paar nutzen es sogar bei übelsten Wetterbedingungen, das gefällt mir wirklich sehr gut. Ja. Manfred, Max und Marco, Luca und Susi waren auch gerade da. Wer ist da? Es gibt kein schlechtes Wetter. Da können wir die Burschen wesen, doch. Heute da. Okay, viel Spaß beim Nachmachen, Leute.